lush meadow on down. The bloody axes of war and famine have so far bypassed this quiet backwater, leaving the inhabitants totally unaware of the purpose of real agony and loss. Unbearably, most die of old age. Nun, das Problem mit dem, die Leute sterben an Alter, lösen wir doch jetzt einfach mal. Und damit willkommen zu Dungeon Keeper Folge 5. Ein schöner Ladebildschirm, der war damals etwas länger. Wir müssen uns einmal durch das Gold graben, um zum Tor zu kommen, auch sehr nett. So, dann machen wir hier auch direkt schon mal irgendwas hin. You must build a treasure room to store gold. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. You do not have enough gold. Das ist mir egal, ich mach's trotzdem. So, die binden wir jetzt einfach mal so mit an. Ich muss mich mal hier umschauen. Das hier ist das hier, was wir haben. Da haben wir noch eine Menge an. Da haben wir einen gegnerischen Keeper. Nice. Another keeper controls this underworld realm. His dungeon lies to the north. If you are to enter his creatures to work, enter is for you instead of him. You will have to build a more magnificent dungeon. Get with it. Alternativ machen wir einfach platt. You must build a treasure room to store gold. Ich weiß doch. An entrance has been claimed. You need a bigger treasure room. Ja, 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 ja. Jetzt mach dir mal nicht jetzt Hemd. So, treasure room. Kleines Leer. Ein Hühnerlager. Da kommt das hin. Hier bauen wir dann eine Bibliothek. Den Rest können wir ja noch nicht. Und den Raum bauen wir auch ganz aus. Ja, ein Käfer. You need a bigger treasure room. Ich brauche keine Käfer mehr. Ich bin über das Level der Käfer hinaus. Ich brauche vor allen Dingen mehr Imps, die für mich arbeiten und irgendwelche Dinge tun. Mach mal hin hier. Lassen Sie das wertvolle Gold herumliegen. Tis, wie unordentlich. Ja, wie er da einzeln trainiert. Na, da haben wir doch schon wieder einen Käfer. Nein, du nicht. Du darfst weiter trainieren. Dich will ich nicht mehr sehen. Ja, wenn meine Imps mal. Komm mal her. Mach mal was anderes. Ich will nämlich Golden Nuggets haben. Also Hühnchen mit Gold.
You need a bigger treasure room. Oh, ein Spider. Spinnen sind auch sehr nett. Nachteilig ist natürlich, sie sind natürliche Feinde von Fliegen. Was bedeutet, wenn eine Fliege in der Nähe ist, überkämpfen sie sich. Ich wünschte, sie würden Käfer bekämpfen. Und hier ist unser Spinnchen. Da ist sie. Viel Gold. Was ich brauche, sind keine Käfer. So. Das reicht für ein paar Forschungen. Ich glaube, ich muss hier nochmal eine Bücherwand dazu machen und hier einfach nochmal eine Trainingsreihe dazu machen. Dann mal in die Richtung graben und schauen, was da ist. Zumindest keine Käfer, das ist ganz gut. Aber noch eine Spinne zu trainieren. Able to reach their lairs. Yes. Oh. Ein. Wie heißt du noch gleich? Balldemon. Whatever. Ich wollte eigentlich. So. Und ein Zauberbewerber. You need a bigger treasure. Das hier vergrößern wir auch mal ein bisschen. Some of your minions are unable to reach their lairs. Ja, wird schon passen. Abgesehen davon, dass hier noch eigentlich keiner irgendwo ein Lair hat, aber das ist ja. Dann macht doch mal euch passende Lairs. You need a bigger training room. Ja, ist okay. Ich kann nicht alles haben. Ja. Wir sind ein bisschen getrennt, der Gegner und ich. Jetzt wäre natürlich viel gar nicht mal blöd. Aber sowas haben wir nicht. So, ich lasse jetzt meine Imps einfach hier mal durchbasteln. Dann können die anschließend befestigen und wir haben die Sicherheit, dass nur an dieser Stelle der Gegner durchgreift. Prison, das will ich haben. A new spell has been researched. Ah, Side of Evil. Da zeige ich mal direkt, was er macht. Wir sehen hier seinen Eingang. Wenn wir jetzt hier hingehen und den Side of Evil machen.
sehen wir auch die Gegend. Da ist also sein Herz. Aber um unsere Goldreserven nicht zu überanstrengen, nehme ich das mal weg. Dann nehmen wir nämlich auch das Gefängnis ein. Da liegt überall noch Geld rum. Goldnuggets. Ganz viele davon. Und ein Kerkerchen. Tschüss. Ich mache jetzt auch meine Schatzkammer ein bisschen, die Schatzkammer einfach mal ein bisschen größer. Den Speed. Jetzt können wir auch Speed daten. Oh, war der schlecht. You need a bigger treasure room. Ja. Der Treasure Room ist doch schon on the way. It is payday. Jetzt macht sich der Treasure Room doch automatisch wieder leer. Wie viel haben wir eigentlich? 7 Stück. Jetzt machen wir mal einen mehr. Ich sehe gerade, da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Davon. Käfer. A new room has been researched. Schön für den Raum. Wir haben die Wachkammer. Das ist vielleicht eine Idee, dass man die hier hinsetzt irgendwo. Ein 3x3 Wachkammer, da kann nämlich dann Leute wachen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will die Schatzkammer. Creatures are under attack. Huh? A new spell has been researched. Your creatures are falling in battle. Ich hatte eine Fliege. Tunneled into a new area. Nice. Ich hatte eine Fliege. You have tunneled into a new area. Das sollte Bogenschützen oder sowas antriggern, glaube ich. You have taken control of a new room. Und damit können wir jetzt auch Leute gefangen nehmen. Aber wir können auch mal sagen, dass unsere Leute flüchten können, wenn sie wollen. Your creatures are under attack.
Ah, jetzt fliegen sie bei uns rein. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. A new room has been researched. Dann setzen wir doch mal die Spinnen dazu ein, hier ein wenig Wache zu schieben. Wir haben einen neuen Raum, das ist unser Workshop. Den sollten wir vielleicht auch noch irgendwo hinsetzen. Was haltet ihr davon, wenn wir ihn hier hinsetzen? Und wie wir sehen, wir haben die Fliege jetzt quasi da eingebaut. Die können wir jetzt natürlich totschlagen. Oder wir hätten einfach lange genug warten können, bis sie zum Skelett wird oder sowas. Aber eine Fliege? Ja, gut. Was ich jetzt wahrscheinlich eher machen werde, ist... hier einfach ein neues... Dings hinsetzen, ein neues Gefängnis und das hier verkaufen, weil ich möchte meine Monster nicht so nah hier dran setzen, dass dann, also meine Gefangenen, dass sie relativ einfach wieder befreit werden können. You have tunneled into a new area. You have tunneled into a new area. Ja, ist sehr schön, da sind Schuldige dabei. You have tunneled into a new area. A new spell has been researched. There is nothing left to research. Ah, unter den Bedingungen starten wir uns unsere drei Zauberer. Du darfst eine Wache schieben und ihr beiden trainieren. You need a bigger training room. Dann machen wir hier vielleicht nochmal ein bisschen größer. So. Dann unsere Werkstatt. Nicht, dass wir das Geld brauchen, aber ich mach's jetzt mal weg. Theoretisch könnten wir uns aber da brauchen wir schon ab. Hier rüber basteln und ihm sein Geld klauen. Das machen wir dann, wenn wir hier an der Grenze angekommen sind, denke ich. So. Ich würde dich gerne mal darauf verwenden, dass du da Dinge bastelst. Du darfst es auf der Seite machen. Ja, genau. Die mögen übrigens auch gerne in der Werkstatt arbeiten. Unsere großen roten Freunde. Tschüss, Käfer. There is nothing left to research. Tschüss, Käfersuche. Aber du bist erst Level 4, deswegen darfst du erst mal. Na gut, dann bist du fertig trainiert. Höherlevelige Monster sind übrigens auch besser in Forschung und im Bau. Wer hätte das erwartet? Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ah, da sind wir da gleich sogar durch, auf der Seite.
Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Ja, sie verlieren und gewinnen gleichzeitig ein Battle, weil da kam wohl offensichtlich eine hochstufige Spinne auf die Idee, die gerade frische Fliege zu fressen. You need a bigger training room. Passiert. Wenn ihr nichts zu tun habt, dann schaltet halt Wache. Your creatures are fighting amongst themselves. Na guck an, da ist wieder eine Fliege vorbeigekommen, eine Level 2 Fliege. Ach schon, für die Fliege. War die Hilfe zu spät. A door has been manufactured. Wir haben eine Tür bekommen, die setzen wir doch gleich mal ein. Zack. Was haben wir da gefunden? Secrets? Haben wir Secrets gefunden? Hier drüben vielleicht auch, aber das sehe ich noch nicht. Aber das sieht auch so aus, als wenn da irgendein Secret wäre. Wo sind eigentlich die Imps, die hier befestigen? Doch nicht wahr. Your creatures are fighting amongst themselves. So. Diese Fliege setzen wir jetzt einfach mal hier hinten hin. Weit weg von den Spinnen, in der Hoffnung, dass die Fliege noch irgendwas anderes tut, als zurückzufliegen und von Spinnen gefressen zu werden. Your creatures need a bigger lair. Ja, ist okay. Wir brauchen größere Gehege. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Ja gut, das dürfen sie. Ich muss niesen. You have tunneled into a new area. Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are falling in battle. Das gibt zumindest Erfahrungspunkte für die Spinnen, das ist schon ganz gut. Secret, increase level. Nice. Your creatures need a bigger lair. A trap has been manufactured. Your workshop is not big enough. Wir brauchen einen größeren Workshop. Alles klar. Ja, Spinnen mögen gerne in Dungeons rein. Und in dem Fall hat sie die Fliege eingesponnen. Sehr schön. Your creatures need a bigger lair. So, ich brauche auf jeden Fall keine Fliegen. So. Und damit haben wir den Part auch erledigt. Mach doch mal einer hier was. Muss man denn alles selber machen? Your creatures are fighting amongst themselves. Bleibst du mal hier stehen? You have tunneled into a new area. Your creatures are fighting amongst themselves. Du darfst gerne auch das Ding gleich mitnehmen. Es ist nicht so schwer. Nein, die Lava werfe ich dich nicht. Das ist okay. Your creatures are falling in battle. Bauen lassen.
Your creatures are fighting amongst themselves. Ja, das passiert mir öfters mal. Das habe ich schon mal gehört. Your workshop is not big enough. Deswegen baue ich ja. So, da kommt eine Pupsfalle hin. Und ich schnauze mich mal ganz kurz. Eine Sekunde. A door has been manufactured. So, ich habe es extra leise gemacht, weil ich kenne mich doch. Ich würde es wieder vergessen zu schneiden. Zack. Wir haben jetzt entweder die Wahl, wir gehen in den Angriff über, oder wir warten noch etwas, bis wir unsere Kreaturen ein bisschen höher levelig haben. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar gute Kreaturen, Level 4 und so. Gut, unsere Zauberer sind alle noch sehr niedrig. Bleib mal hier, fang mal da an. Und beeil dich. Du fängst mal da an. Beeil dich. Und du machst. Beeil dich mal weiter. Beeil dich. Your creatures are attacking the enemy. So your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Ja, wir haben halt Fliegen. Und er sammelt seine Truppen. Alles a door has been manufactured. Da sind seine Secrets. Sein Lair. Machen. Ich will nämlich wissen, was da drin ist. Das kann ich ja irgendwie so schon ausfinden. Du bist unnütz. Dich kann man opfern. Du brauchst jetzt zwar noch eine halbe Million Jahre, bis du da durch bist, aber das interessiert mich jetzt mal nicht. Okay, er hat seine Kreaturen wieder zurückgerufen lassen. Er hat auch schon relativ gute Kreaturen, so wie das aussieht. A trap has been manufactured. Mit den Türen kann ich jetzt zwar nicht so viel anfangen, weil das sind alle zwei Türen, die ich haben kann. Aber trotzdem. Stimmt, wir haben ja noch den Level ab. Haha. Den verwende ich jetzt aber noch nicht, weil den nehme ich dann erst kurz bevor wir losschlagen. Weil ansonsten kosten uns die Kreaturen alle Geld. Da hat sich ja jemand richtig ins Zeug gelegt. Du bitte jetzt nochmal mitkommen. Schau mal da. Mach. Ein Secret. Nein.
Nein, ich will keinen. Ich will gerne dich. Du bist doch so blöd. Dann macht halt die Türen erst weg. A trap has been manufactured. Die wiederum nehme ich gerne irgendwo hin. Ja, wir haben beide Max-Dinger. Ich habe ein paar Räume mehr. Der nächste Payday wäre 200.000. Nein, ich komme niemandem auf die Idee, das Ding mitzunehmen. So. Fang doch mal da an. Nein. Du hast da noch zwei weitere Türen. Ach, guck an. Da fängt er schon an, rüber zu bauen. Gemein wären. Ne, schnappen uns jetzt einen Imp und stellen ihn da drauf. Ich weiß ja nicht, wo er hin will mit seinem Ding, aber das ist mir egal. Beeil dich. Fall nicht in die Lava, Idiot. Ah, jetzt versucht er zu battlen. A trap has been manufactured. So, die beschäftigen wir jetzt mal. Stimmt, die Viecher konnten auch durch Lava laufen. Und die Dings ist unseres. Sehr schön. Your creatures are under attack. Da geht's weiter, glaube ich. Was wir auf jeden Fall machen können, ist das Gold schon mal mitnehmen. Nicht, dass unser Schatzraum voll wäre, aber sein Gold ist mein Gold. Your creatures are under attack. A trap has been manufactured. So, da können wir jetzt nämlich hingehen. Hier mal so eine Trap hinstellen. Your creatures are under attack. It is payday. Genau, da, darauf warte ich doch. So. Your creatures are under attack. Your creatures are attacking the enemy. Was denn, wer denn, wo denn, wie denn? War jeder schon mal beim Goldnaschen? Schaut so aus. Dann machen wir jetzt Folgendes.
Nicht Resurrect, sondern... Your creatures have been blessed with experience. The door has been manufactured. Your workshop is not big enough. Your creatures are attacking the enemy. Dich noch. Your creatures are under attack. Und dann dürfen die Jungs mal loslaufen. Könnt ihr euch gerne ein Stück später erst drin, aber... Dummerweise sind ein paar von den Leuten vorgelaufen. Ja, das war der Amazon-Fubs-Generator. Are winning a battle. Your minions are winning a battle. Ich hätte gerne das. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Das Schöne ist, nachdem es sein Lair ist, würden seine Kreaturen theoretisch hierhin transportieren zum. Ja, wie soll ich sagen, zum Erholen. Und hier kann ich sie direkt wegnehmen. Alter. Your minions are winning a battle. Your creatures are fighting amongst themselves. Ja, ich hab schon wieder irgendwo eine Fliege. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Und bei der Gelegenheit bauen wir jetzt ja doch mal wieder so ein bisschen. Weg damit. Auf die Art und Weise auch Geld machen. So, angespornt und doppelt los. Your creatures are fighting amongst themselves. Und bevor wir irgendwann mal kein Geld mehr haben, sollten wir unsere Jungs vielleicht mal dahin transportieren lassen. Das ist unser unser gegnerisches Keeperherz. Guck mal, da hat er sogar noch ein bisschen Gold übrig gelassen. Was wir dringend einnehmen müssen. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are falling in battle. Und alles, was da jetzt rauskommt aus diesem Eingang, ist ein Level 1. Und boah, unsere Prisons sind offensichtlich überfüllt. You have defeated an enemy keeper. Dann müssen wir wohl ausbauen. You have conquered this realm. Oh. Alternativ haben wir auch einfach gewonnen. Na dann, wenn kein gegnerischer Ritter kommt, beenden wir das Ganze doch mal. Wir haben sowieso diesmal ein bisschen Überlänge. Das heißt, die Missionen werden etwas schwieriger. Ich werde mir wohl für die nächste überlegen müssen, wie ich das dann mache. Normalerweise kommt ja die Folgen sonntags raus. Aber ich denke, ich werde dann einfach die erste Folge sonntags machen und dann die weiteren Folgen montags, dienstags und so weiter. Ich vermute mal nicht, dass wir mehr als 3,5 Stunden pro Level brauchen. Und daher sage ich jetzt mal auf ins Endbildschirm. Knife. The streets run with the blood of the slain. Screams of pain and howls of anguish rip the night air like a vengeful siren's song. This really is somewhere you can take the kids for a weekend. Ja, und damit mit dieser schönen Idee, wo ihr zum Wochenende hinkommen könnt, sage ich auf Wiederschauen und tschüss.